Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Gekoppelt heute wieder mit einem Rohstoff, und zwar hier dem WTI-Öl zum Wochenauftakt. Und wir wollen uns gleich mal dem Markt zuwenden, da, auch wenn die USA heute einen Feiertag genießen, der Handel dann am Nachmittag höchstwahrscheinlich abebben dürfte. Dennoch hier bietet sich beim WTI-Öl etwas Interessantes an, was wir auch in der letzten Woche zum Wochenabschluss schon mal in einen Artikel pressen. Das schauen wir uns, wie gesagt, gleich an, nachdem wir dann auch nochmal auf das Pfund schauen werden, was heute, ja, oder besser gesagt zur Sonntagseröffnung mit einem Gap Down startete, was bei den FX Pairs durchaus, ich will sagen, nicht die Regelmäßigkeit ist, aber wenn es ein Gap Down gibt, werden diese. Und das zeigt sozusagen eine Summe der Statistiken in der darauffolgenden Woche wieder geschlossen. Das dürfte also dazu führen, zumindest vermutlich, dass das britische Pfund diese Woche hier nochmal das Gap vom Freitag auf Sonntag schließt. Ob es passiert, das schauen wir uns dann gleich mal an, aber jetzt erstmal zum WTI-Öl. Dazu haben wir am Freitag hier im World Wide Web und speziell hier als erstes auf dem JFD-Desktop eine Analyse veröffentlicht, die hier das WTI-Öl auf Tagesbasis mal unter die Lupe nahm. WTI-Öl im Übrigen können Sie auch bei uns mit kleineren Sizes im Dezimal-Cent-Bereich handeln oder vielmehr im CFD-Dezimal-Cent-Bereich, was natürlich dann hier auch kleinere Kontogrößen aktiv hier am Markt teilhaben lässt. Insofern Öl, wie gesagt, hier auch vom Raum Money und Risk Management sehr schön einschätzbar bzw. justierbar, um hier auch nie zu große Risiken einzugehen. Denn WTI-Öl ist sehr, sehr volatil, gerade auch intraday. Man sieht es aber auch hier auf dem Tagesschart, die wilden Ausschläge, zumal es auch hier im Bereich 52, 80, 54 Dollar prinzipiell zum Dezember hin schon einen Ausbruch gab. Das Ganze wurde dann hier zum Ende des letzten Jahres nochmal manifestiert. Es waren aber wieder immer mal solche Fakes nach oben, die letztlich dann immer wieder zurückläufen führten, was eben das WTI ein Stück weit unberechenbar machte und auch weiterhin machen wird. Grundsätzlich deutet sich aber rein technisch gesehen durchaus ein weiterer Aufwärtslauf an, denn das Preis Niveau hält sich hier sehr, sehr stabil zwischen 52 und 54 US-Dollar je Barrel. Deswegen schauen wir uns das gleich mal hier im Live-Chart an. Das praktisch hier die heutige Entwicklung bislang leicht schwächer. Wir sehen es, wir gehen schon wieder hier unter das Niveau von 53,50, 53,80. Dennoch WTI-Öl hier im Bereich um 52, 51, 85 sehr gut abgesichert. Sollte es hier Rückschläge in diese Richtung geben, dann muss man unterstellen, dass man hier von diesem Niveau ausgehend sicherlich einen schönen Punkt hat, einen schönen Rebound-Punkt, um dann praktisch auf einen weiteren Aufwärtslauf zu setzen, der dann hier eigentlich auch neue weitere Verlaufshochs verspricht. Wir haben hier im Bereich 51, 85, 52 Dollar je Barrel diese Horizontal Unterstützung. Das war früher ein Widerstand. Auch hier damals eine schöne Doppeltop-Formation in Verbindung des Hochs vom Juni und dann auch hier vom Oktober. Rauschte der Preis sehr anständig zurück. Das Level, wie gesagt, ist jetzt hier immer noch interessant, auch im Zuge der Verluste aus der vergangenen Woche sieht man, hier gab es immer wieder auch Preisaction, die den Preis nach oben beförderten und hier auch keine tieferen Niveaus zuließen. Grundsätzlich zählt auch hier der Aufwärtstrend seit November und verspricht auch unter diesem Gesichtspunkt durchaus weiter anziehende Preise. Der Witz ist nur, die Saisonalität spielt hier nicht wirklich so gut mit. Wir sehen hier mit Blick auf die kommenden 40 Tage, dass es ja zunächst sogar runtergehen könnte. Dass hier die Idee, falls wir nochmal einen Touch in Richtung 52 Dollar je Barrel sehen sollten, wäre das spekulativ betrachtet durchaus eine interessante Einkaufschance. Und dann, Sie sehen es ja, Ende Januar, in den Februar hinein an einem Aufwärtsimpuls teilnehmen zu können. Abgesichert sollte eine solche Spekulation im Worst Case spätestens hier unter dem 61er Fibo-Level diese Impulsbewegung hier von November bis eben hier zum Dezember hoch. Schrägstrich Januar auch was speziell. Und da sehen wir, dass man hier in diesem Bereich durchaus auch noch ein Stück weit Spielraum einbauen sollte, aber unterhalb von 49 Dollar speziell, ja, dann wird es durchaus kritisch. Dann kann es nochmal relativ schnell hier in Richtung 43,50 gehen und auch diese Aufwärtstrendlinie, die wir hier seit April 2016 sehen, könnte dann unterschritten, schrägstrich in jedem Fall einem Test unterzogen werden. Also Preise um 46, 47 Dollar, schrägstrich dann sogar eben 43,50 wäre nicht auszuschließen, wenn das Preis Niveau hier die 49 nach unten aufbricht. Ansonsten gilt auf der Oberseite blauer Tendenzfall auch präferiert als nächstes das Zielniveau 58 Dollar je Barrel, diese Horizontalwiderstandszone, um dann im Nachgang hier diesen Horizontalbereich der Hochs aus 2015, dieser Reaktionshoch hier, ein Bündel sozusagen im Bereich um 61,40 rund anzusteuern. Das wäre sozusagen das nächste Ziellevel. Wenn wir hier bei 58 Dollar je Barrel angekommen sind, dürfte es natürlich auch wieder ein Stück weit volatil werden, aber
Generell deutet sich hier ein weiter steigender Ölpreis an. Kann man mal so interpretieren. Schauen wir deswegen jetzt nochmal auf den Stundenchart, weil WTI-Öl auch intraday derzeit interessant. Es gibt hier ein sehr starkes Pattern nach der FTSE-Vektorlogik. Dazu hatten wir in der letzten Woche ein sehr interessantes Webinar. Schönes Feedback übrigens von allen Teilnehmern. Freue ich mich nochmal, Dass dass es Ihnen gefallen hat und ich ein Stück weit Licht ins Dunkel der FTSE-Vektor-Logik bringen konnte. Doch mal nehmen wir erstmal den Stundenchart hier und da sehen wir sehr schön natürlich diesen Abwärtstrend, diesen vorherrschenden Abwärtstrend. Sogar ein Stück weit justieren. So. Und da hat er ein Stück weit zu kämpfen. Aber was wir auch noch sehen, ist dieser gerade im Stundenbereich interessanter Preis, interessantes Preisniveau hier knapp über 52,50 sogar. Und das wäre hier definitiv eine Unterstützungszone, die wir im Stundenchart dann auch sogar noch hier mit Fibonacci ein Stück weit untermauern können. Da hätten wir genau das 50er Level. Also hier praktisch vom 10.1. bis zum Hoch hier aus der letzten Woche zum 12.1. das 50er Retracement Level. Sehr, sehr interessant. Sieht schon mal aus dieser Warte aus sehr, sehr gut aus. Und was haben wir jetzt hier noch speziell? Wir haben heute ein Monster-Pattern nach der FTSE-Vektorlogik, wie gesagt, auf Tagesbasis. Wir sehen hier mit einer Trefferquote von 74% und einer Häufigkeit, also das muss ich sagen, ich nutze das Tool schon seit mehreren Jahren, aber eine Häufigkeit von 919 Pattern, das ist fast schon ein Stück weit unheimlich. Letztlich aber hier die statistische Auswertung des WTI-Öls und das besagt, dass wir im Hinblick der letzten 3 bis 4 Tageskerzen heute intraday eine Chance haben, einen Hoch bei 53,64 gemittelt zu sehen, also ein Aufwärtspotenzial im Bereich 1,5%. Und da gibt es noch ein zweites Pattern sogar, was hier von der Anzahl der Häufigkeit mit 32 Erscheinungen sehr, sehr, ja, dürftig ist, in Anführungszeichen, aber gerade so das Mindestniveau erfüllt, eben über 30. Trefferquote 69% rund ist auch gut, verspricht sogar noch mehr Potenzial auf der Oberseite. Grundsätzlich also zwei intraday Pattern, die bullish sind und hier Preise bis in diese Region zulassen, 53,64 eben oder sogar auch knapp $54 je Barrel. Diese Chance besteht, gerade auch vor dem Hintergrund, wenn wir hier das Niveau Von 52,50 nicht nachhaltig unterschreiten. Ja, also hier 52,75 wäre sogar schon mal auch hier die Niveaus dann unterhalb vom 11. Januar. Da sollten wir eigentlich nicht signifikant runtergehen. Hier auch dann 52,50, das 61er Fibonacci-Level. Das ist definitiv eine Zone, wo wir nicht brechen sollten. Wenn es geschieht, zunächst mal der graue Tendenzfall, dann sehen wir sicherlich die Tiefs der letzten Zeit wieder. Sollte sich aber WTI-Öl aufmachen und die aktuelle Stundenkerze sieht schon mal ganz gut aus, sich hier eben oberhalb des 50er-Levels zu stabilisieren, dann hat der Tag rein statistisch eben durchaus gute Aussichten auf Erfolg. Dann könnte hier diese Trendlinie auch attackiert werden, Schrägstrich eben hier 53,64 oder dann eben auch 64, sage ich, $54 je Barrel möglich werden. Sieht gut aus, sieht interessant aus. Insofern heute Ihnen mal hier wieder das Öl präsentiert. Vor dem Hintergrund der Statistik. Am Freitag schlug die Statistik dahingehend völlig in die Binsen. Gehen wir mal jetzt nämlich zum britischen Pfund. Und da sehen wir hier, na, laden wir den Stundenchart noch fertig. Genau, hier die FTSE-Logik, die wir am Freitag hatten, mit der möglichen Chance hier in Richtung 1,23 plus zu steigen. Da sehen Sie auch schon, das Ganze scheiterte letztlich im Zuge dessen, dass wir gar kein Momentum auf der Oberseite aufbauen konnten. Es ging dann sogar vielmehr schon relativ schnell gen Süden. Es wurde auch ein neues Mehrstundentief gemacht. Insofern das Pattern eigentlich vom Tisch. Und dann gab es eben auch hier speziell jetzt vor dem Wochenende oder am Wochenende, besser gesagt, mit dem Gap eben hier die Spekulation dessen, dass hier die Rede, die morgen hier von der Premierministerin Theresa May erwartet wird, durchaus wieder für ein Stück weit Unruhe sorgen kann, sorgen dürfte. Da geht es eben um die Entscheidungen, wie nun der EU-Austritt hier konkret abzulaufen hat, soll. Und das Gericht spielt hier auch noch mit. Also viele, viele Entwicklungen, die gerade von dieser Pressekonferenz oder vielmehr Rede dann auch maßgeblich beeinflusst werden. Und das dürfte das britische Pfund sicherlich stark in Wallung bringen. Das Gap Close, wie eingangs auch angesprochen, dürfte höchstwahrscheinlich geschlossen werden. Es kann auch einen Überraschungseffekt auf der Oberseite geben. Warum? Weil wir nämlich beim britischen Pfund auch, da gehe ich jetzt mal vom Stundenchart und der Gap-Beschau gerade mal hier ins ganz große Bild in den Monatschart, weil wir hier das Level von 1,20 wieder touchiert haben. Und dieses Niveau, der ein oder andere wird sich erinnern, ist ein Level, was ich schon lange immer wieder präferiert habe und auch jetzt hier im Sinne eines Doppelbodens als mögliche Chance eines Abpralls nach oben sehe. Ja, das wäre schön, wenn der Doppelboden jetzt schon vielleicht finalisiert werden würde, kann sich aber auch noch ein paar Wochen, Monate hinziehen. Grundsätzlich, wenn wir hier das Level 1,20 auf Monatsschlusspreisbasis verteidigen, dann kann
kann es hier einen größeren Erholungsimpuls geben? Und da reden wir hier deutlich über 1000 Pips, die es nach oben gehen kann. Ich sehe hier als erstes die 1,35 auf der Oberseite, wenn es denn gelingt, hier wirklich einen Doppelboden auszubilden. Und dann kann das britische Pfund so eine gewisse Art von Renaissance erfahren. Auch im Kontext dessen, dass der Dollar, der ja überwiegend stark gesehen wird, vielleicht auch so langsam erschöpft wird im Sinne seiner großen Rallye-Bewegung. Soll heißen, hier kann es eben durchaus eine Überraschungsbewegung nach oben geben. Das wird auch viel natürlich mit den Entscheidungen von rund um Brexit abhängen. Aber warten wir mal ab, was da die weitere Woche bringen wird. Letztlich das britische Pfund hier aus Big-Picture-Gesichtspunkten so rum. Sicherlich sehr, sehr interessant und der Doppelboden meines Erachtens hier eine durchaus interessante Chance auf der Longseite. Scheitert dies natürlich, gehen wir hier unter 1,19 deutlich raus auf Monatsschlusspreisbasis, ja, dann kann man fast schon hier die Niveaus früher Jahrzehnte anvisieren. Da reden wir hier über Preise von 1,05, da wäre die Parität auch nicht mehr lange hin, aber das ist schon zu weit orakelt. Warten wir mal ab, was da die aktuelle Handelswoche bringt. Das britische Pfund in jedem Fall ein Währungspaar mit Volatilität. Sicherlich stark gesegnet. Ansonsten WTI, wie angesprochen, auch für heute Intraday interessant. Und dann aber auch durchaus mit Blick auf die nächsten Wochen auf der Oberseite mal nicht zu unterschätzen. Warten wir es ab, ob es so kommt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Auftakt in die Woche. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder, beziehungsweise spätestens dann morgen, 9.30 Uhr zum Radar. In diesem Zusammenhang. Einen guten Start, auf bald, ihr Christian Kämmerer und tschüss.